Der neue kompakte 6-Zylinder-Boxermotor mit jetzt 3,8 Liter Hubraum ist leicht und verfügt über zwei Abgasturbolader. Er mobilisiert 368 kW, 500 PS bei 6000 Umdrehungen pro Minute. Das maximale Drehmoment beträgt 650 Newtonmeter zwischen 1950 und 5000 Umdrehungen pro Minute. Trotz des Zuwachses an Leistung konnte der Verbrauch um bis zu 16% verringert werden. Die CO2-Emissionen wurden um bis zu 18% reduziert. Die Leistungswerte. Den Sprint von 0 auf 100 km/h erledigt der neue 911 Turbo mit dem serienmäßigen 6-Gang-Schaltgetriebe in 3,7 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit 312 km/h. Kombiniert man das optionale Sport-Chrono-Paket Turbo inklusive dynamische Motorlager mit dem erstmals für die 911 Turbo-Modelle erhältlichen 7-Gang Porsche Doppelkupplungsgetriebe PDK, vergehen für den Sprint gerade mal 3,4 Sekunden. Kurz, Leistung und Drehmoment hoch, Verbrauch und Emissionen runter. Erreicht wird dies vor allem durch den Einsatz der neuen Benzin-Direkteinspritzung Direct Fuel Injection DFI und VarioCam Plus. Im Unterschied zur Saugrohreinspritzung erfolgt bei DFI die Gemischbildung direkt im Brennraum. Dabei wird der Kraftstoff über elektromagnetisch betätigte Einspritzventile direkt und millisekundengenau individuell für jeden Zylinder dosiert in den Brennraum eingespritzt. Für eine homogene Verteilung des Luft-Kraftstoff-Gemischs. Das verbessert den Verbrennungsverlauf und den Kraftstoffverbrauch. Als einziger Hersteller setzt Porsche die variable Turbinengeometrie VTG bei einem Serienfahrzeug mit Ottomotor ein. Das in den Turbolader einströmende Abgas wird über elektronisch gesteuerte bewegliche Leitschaufeln auf das Turbinenrad gelenkt. Diese Leitschaufeln sind im Anstellwinkel verstellbar. So kann die Strömungsgeschwindigkeit des Abgases und der Impuls auf das Turbinenrad verändert werden. Dadurch lassen sich bereits bei niedrigen Motordrehzahlen mit geringem Abgasstrom hohe Drehzahlen und damit eine hohe Leistung des Abgasturboladers erzeugen. Für deutlich höheren Ladedruck, exzellente Zylinderfüllung und mehr Drehmoment, insbesondere bei niedrigen Motordrehzahlen. Die Drehmomentkurve geht also deutlich früher nach oben und bleibt dann lange und gleichmäßig hoch. Das sogenannte Turboloch ist somit Vergangenheit. Das PDK besteht aus zwei in einem Gehäuse integrierten Teilgetrieben. Zwei Teilgetriebe erfordern zwei Kupplungen. Die Doppelkupplung verbindet die beiden Getriebe über zwei separate Antriebswellen, je nach gewähltem Gang abwechselnd mit dem Motor. Das Prinzip? Überschneidungsschaltung. Bei eingelegtem Gang in dem einen Teilgetriebe ist bereits ein weiterer Gang in dem anderen Getriebe vorgewählt. Erfolgt ein Gangwechsel, öffnet sich innerhalb von Millisekunden die eine Kupplung, während sich die andere schließt. Der Gang ist gewechselt. Extrem schnell, ohne Zugkraftunterbrechung und nahezu unmerklich. Insgesamt verfügt das PDK über 7 Vorwärtsgänge. Die Höchstgeschwindigkeit wird bereits im 6. Gang erreicht. Der 7. Gang ist lang übersetzt und reduziert nochmals die Verbrauchswerte. Geschaltet wird entweder komfortabel im Automatikmodus oder manuell, zum Beispiel über Schiebetasten oder optionale Schaltpedals an den neuen 3-Speichen-Sportlenkrädern. Ein Beweis, dass Porsche beim Leistungsprinzip immer noch eins draufsetzen kann, ist das optionale Sport-Chrono-Paket Turbo inklusive dynamische Motorlage und Overboost.
Sie drücken die Sporttaste. Fahrwerk, Motor und das optionale PDK erfahren eine deutlich sportlichere Abstimmung. Beim Beschleunigen mit Vollgas stellt der Overboost zeitlich begrenzt bis zu 50 Newtonmeter mehr Drehmoment zur Verfügung. Insgesamt also bis zu 700 Newtonmeter Drehmoment. Erstmals Bestandteil des Sport-Chrono-Pakets Turbo, die dynamischen Motorlager. Dabei handelt es sich um ein elektronisch geregeltes System zur Steuerung der Härte der Motorlager. Aufgrund der Trägheit der Motormasse sowie der Elastizität der Motorlager wird das Heck des Fahrzeugs beim Einlenken in eine Kurve verzögert nach außen geschoben. Die neuen dynamischen Motorlager minimieren diesen Effekt. Dies geschieht mittels einer magnetisierbaren Flüssigkeit und eines elektrisch erzeugten Magnetfeldes. Steifigkeit und Dämpfung der Motorlager verändern sich. Weicher für mehr Komfort und weniger Vibration bei normaler Fahrweise, härter für ein direkteres Fahrgefühl bei sportlicher Fahrweise. Zudem reduzieren die dynamischen Motorlager die vertikalen Schwingungen des Motors, das sogenannte Trampeln, bei einer Beschleunigung aus dem Stand unter Volllast. Ergebnis? Höhere Traktion und ein spürbar stabileres Fahrverhalten bei Lastwechseln und in schnell gefahrenen Kurven. Das Prinzip Leistung endet bei Porsche sicher nicht bei Motor- und Kraftübertragung. Denn was nützt große Kraft, wenn sie nur in Schall und Rauch aufgeht? Nichts, eben. Deshalb sorgt der aktive Allradantrieb Porsche Traction Management, PTM, serienmäßig für die notwendige Traktion. Die elektromagnetisch betätigte Lamellenkupplung des weiterentwickelten PTM regelt aktiv die Verteilung der Antriebskraft zur Vorderachse. Durch eine permanente Überwachung des Fahrzustandes kann PTM in jeder Fahrsituation die ideale Kraftverteilung sicherstellen. Für exzellenten Vortrieb, insbesondere in engen Kurven sowie auf Nässe und Schnee. Eine aktive Steigerung von Dynamik und Fahrstabilität erfahren die neuen 911 Turbo-Modelle durch das erstmals bei Porsche verfügbare optionale Porsche Torque Vectoring PTV. Dieses System ergänzt die Eigenschaften einer mechanischen Hinterachsquersperre um eine variable Momentenverteilung an den Hinterrädern. Bei durchdrehenden Rädern verbessert eine Hinterachsquersperre die Traktion. Bei schnell gefahrenen Kurven reduziert sie Lastwechselreaktionen. Und bei höheren Geschwindigkeiten erhöht sie die Fahrstabilität. Durch zusätzliche leichte Bremseingriffe am kurveninneren Hinterrad erreicht PTV eine höhere Agilität beim Einlenken in eine Kurve und höhere Querbeschleunigungen während der Kurvenfahrt. Wie funktioniert das? Bei dynamischer Fahrweise wird mit dem Einschlagen der Lenkung das kurveninnere Hinterrad leicht abgebremst. Dadurch erfährt das kurvenäußere Hinterrad eine höhere Antriebskraft und ermöglicht einen zusätzlichen Drehimpuls in die eingeschlagene Richtung. Das Ergebnis ist ein noch dynamischeres Einlenken in die Kurve. Die Vorteile? Mehr Agilität und Präzision bei niedrigen und mittleren Geschwindigkeiten, mehr Fahrstabilität bei hohen. Dies macht sich auch auf unterschiedlichen Fahrbahnoberflächen sowie bei Nässe und Schnee bemerkbar. Für den adäquaten Kontakt zur Fahrbahn sorgt das serienmäßige Porsche Active Suspension Management, PASM. Ein System zur elektronischen Verstellung der Stoßdämpfer. Mit zwei Programmen, Normal und Sport. Es regelt aktiv und kontinuierlich die Dämpferkraft für jedes einzelne Rad, abhängig von der Fahrweise und der Fahrsituation.